Warum ist das eigentlich kein Monster Stunt? Upsala. Ich glaube, ich werde sogar einen Shop anfordern. Das wäre am besten, ne? Run nicht, sondern Trevor. Ach, er hat mir natürlich seine Nummer nicht gegeben. Okay, dann vielleicht lieber von... Ja, ich guck mal, was Lester so hat. Weil diesen Titanflieger, den man klauen musste, das war auch so lustig. Shop anfordern, ja? Oh, ich habe eigentlich gar nicht gewusst, dass ich schon alles hier freigeschalten habe. Ich dachte schon für einen Moment, er beleidigt mich. Weil damit hätte ich natürlich sie leben können. Sehr gut, was habe ich umkämpfte Anhänger. Nein, ich habe keinen Bock, Nerven zu verlieren. Vergiss es, ich mache diese Mission nicht. Die muss ich zweimal starten wegen diesen dreckigen SUVs, die mich abgedrängt haben und dann erschossen haben. Nee. Dann gucke ich jetzt mal, was die... Okay, ich sage jetzt nicht die Matratze, aber auf jeden Fall Matratzos hat. Komm schon, gib mir irgendwas Wichtiges. Job anfordern. Oh, Freund. Er hat mich Freund genannt. Letzter Heli aus LS. Ja, Ballastlieferung. Ja, genau. Auf die Mission habe ich nochmal Lust. Und zwar das hier. Letzter Heli aus LS. Okay, dann gucke ich jetzt erstmal nach, welche... Level 25. Okay, ich dachte schon. Einstellungen bestätigen. 2 Sekunden warten. Fertig und starten. Warte mal, was? Brauche ich im Ernst 2... Oder insgesamt 2 Leute für diese Mission, also mich inklusive. Was zum Teufel? Okay, vielleicht lade ich ja jetzt jemanden ein. Nein, sondern hier. Oder so. Was zum Teufel ist das gerade eben für eine Musik? Ach, dieser Channel ist es. Oh Lordi. Ich muss die Musik ändern, tut mir echt leid. Natürlich auf Rebel Radio. Haben wir ein Team ausgewählt? Was? Ich schneide gerade mal gar nichts mehr, okay? Das ist sehr gut beigetreten und spielen. Bin immer gespannt, wie das ausgehen wird. Vor allen Dingen sieht es auch so aus, als wären wir eher feindlich. Transporteure, Scharfschütze. Ich bin lieber ein Transporteur. Oh Gott, ich liebe diese Maske einfach nur so sehr. Ich kann die nur die ganze Zeit betatschen. Ne? Nachdem ich halt eben ein paar Sachen gegessen habe. Keine Ahnung warum, aber... Wäre auf jeden Fall mal interessant. Wird geladen. Punkt, Punkt, Punkt. Danke. Also ich liebe diesen Motor von dieser Kokette einfach nur. Begib dich aufs Dach. Oh, Orakel. Wie geht's uns so? Oh, ist schon viel besser. Warte mal. Wir sind jetzt nicht feindlich. Habe ich das jetzt richtig mitbekommen? Zum Glück. Weil wenn ich ein Heli fliegen würde und gegen ein paar Scharfschützen antreten dürfte, würde ich einerseits zustimmen, weil ich könnte ja Glück haben und die ausweichen, aber dann doch lieber nicht. Und das natürlich mit hoher Stimme gesagt. Okay. Oh Gott, ich liebe das einfach nur. So, komm schon. Wo bist du? Upsie. Warte mal. Also, das ist jetzt schwierig zu sagen, aber ich würde mal schätzen, dass das da vorne ein Feind ist. Nicht ausweichen, das finde ich überhaupt nicht toll. So, da oben. Können wir mal... Obwohl, scheiße, das ist keine gute Idee. Okay, nichts passiert zum Glück. Nimm mal lieber jetzt die Pistole. Lalalalalalala. Das ist eigentlich schon ein Vorteil, dass man gar keine Taste drücken muss, um eine Leiter hochzugehen, aber manchmal ist es auch ziemlich nervig. Wenn man dann einfach so eine Leiter hochgeht, auch wenn man es nicht will. Ich hab doch... Deswegen schießt du zuerst auf mich! Sag am besten diesen Spruch nicht mehr, wenn ich jemanden schon erschossen habe.
Hey, das war jetzt zwar nicht so nett von dir, dass du den Typen erschossen hast. Ich kenne den Typen schon seit 20 Jahren. Oh Gott. Jetzt, meine Güte. Never mind, dann bleibe ich einfach bei meinem Sturmgewehr. Oder so. Oder so. Jetzt, wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach runter. Oh, scheiße. Wow! Beinahe! Ich gehe mal lieber kurz in Deckung und esse mal einen Snack. So, Snack essen. Wegen so etwas zu sterben, vor allem mit null Teamleben, wäre jetzt nicht gut. Schnell zur Deckung! Schnell! 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 Im Ernst, jetzt erschreckt mich nicht so! Nein, diese Deckung! Normalerweise mag ich ja diesen Spur, und zwar You want a piece of me? Oh, scheiße. Ja, so viel zum Thema. You want a piece of me? Ey, Spiel, ich kann nicht wirklich so zielen. Vor allen Dingen, wenn was in der Quere ist. Oh, scheiße, ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ach, da ist noch jemand. Nette Position. Nette Position. Ich will's ja nicht sagen, aber das hätte jetzt mich wirklich beinahe getötet. Was war das überhaupt? In letzter Zeit stelle ich lieber die Mission auf normal. Vor allen Dingen, wenn ich sie noch nicht gespielt habe oder die extrem nervig sind. Wer glaubt mir? Ich habe schon genügend geschrien wegen Missionen. Und ja, wirklich geschrien. Weil wenn man wegen einem Scharfschützen umgebracht wird, ist es nicht immer gerade vorteilhaft und danach noch verreckt, weil irgend so ein Depp meint, er müsste einen überfahren. Und ich meine damit eigentlich eine KI. Vor allen Dingen der Drogendealer. So, einfach nur kurz aufsammeln und weg von hier. Na, Spiel, kann ich jetzt einen Basotheli erwarten, der mich dann umbringt? Es ist manchmal vorteilhaft, wenn man einfach eine große Schnauze hat. So, jetzt nehme ich dich einfach mal kurz mit. Okay, sehr gut. Wäre schon ein klein wenig mies von mir gewesen, wenn ich jetzt einfach hier stehen gelassen hätte, aber... Mir geht's auch teils darum, dass du mir den Helikopter vom Hals halten soll. Deswegen ist es auch mal nicht so negativ. Ah ja. Muss ich aber kurz gucken. Wo ist diese Heli? Ich warte nur noch darauf, bis ich die ganze Zeit irgendwo hinstarr und mich fragt, wo der Heli ist und dann gegen eine Wand derweil fliegt. Und natürlich in die Luft gehe. Weil das ist hier leider zu schnell möglich, wenn man mit dem Helikopter fliegt. Vor allen Dingen ganz eng durch Gebäude. Und vor allen Dingen mit einem Polizeihelikopter. Ist es dann eigentlich alles an dieser Mission? Wenn ja, war die eigentlich erstaunlich kurz. Ich bin leicht die Matrazzo oder Matrazzo Mission gewuppelt. Tut mir wirklich leid. Weil da gibt es halt eben ein paar Missionen, wo man die ganze Zeit was machen muss und... Ja, ich weiß ja nicht. Oh, das ist sogar das Ende. Okay, um fair zu sein, ist eigentlich auch mal... Ja, es ist nicht das Ende. Kann ich auch nicht den Heli nochmal nehmen? Da? Komm schon. Woher soll ich denn wissen, dass die wissen, dass ich hier gerade eben bin? Oh, scheiße. Okay, ich habe vielleicht nicht die beste Position genommen. Das könnte man quasi als Spawn-Killing sehen, aber... Na, die sind ja hier nicht gespawnt, also qualifiziert es ja nicht. Wie hat der mich getroffen? Ist er gestorben? Okay, jetzt heißt es aufpassen. Und wie viele Schüsse verträgt dieser Typ eigentlich noch, bevor er verreckt? Ey! Komm schon, ich will die Typen sofort töten, nicht die mit Kugeln zuspammen müssen. Du wirst doch bestimmt gleich aus der... Ich hab dich gesehen, hab dich gesehen. Ich habe jetzt nicht mit einem Tank von einem Fahrzeug gerechnet, also das kann ich euch mal versichern. Aus seinem Fahrzeug ist ja auch gespawnt. Hab's gerade eben erst gesehen.
Jetzt erstmal anschalten. Und ich werde jetzt erstmal zur Hilfe kommen. Und natürlich mit der AP-Pistole. Ich liebe dieses Teil einfach nur. Komm schon, Fenster einschlagen. Ich liebe dieses Lied einfach nur. Oh Gott, nein! Und ich hasse solche Steine. Komm, 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 komm. Also, ich bin mir jetzt nicht sicher, und zwar... Was für komische Farben waren das gerade eben? Anscheinend ist ja mein Teamkollege vorhin einmal gestorben. Also entweder habe ich es komplett übersehen oder es wurde nicht angezeigt. Aber ich kann mich nicht entsinnen, dass ich es irgendwie gesehen habe. Aber dann wiederum kann ich auch einen Text da unten ausblenden. Also ja, bei mir ist alles möglich. Ich bin falsch gefahren, ja, das ist toll. Bis ich ankommen werde. Also wahrscheinlich schon jeden umgebracht. Obwohl, ich könnte noch Glück haben. Das Spiel verlassen? Warte mal. Was? Toll. Ich hoffe mal, dass der Helikopter weg ist. Und ich nehme es auch mal an, weil er nicht angezeigt wird. Guter Witz, nachdem ich so viele Kollegen von dir erschossen habe. Ich glaube, da wäre ich sogar ein Arsch und würde den Typen dann erschießen. Tut mir echt leid, Leute, aber... Ich glaube, ich habe schon locker 100 von denen getötet, wenn nicht sogar mehr. Und ich rede jetzt bloß um Missionen. Und dafür gibt es keinen Erbarmen. Mission bestanden. Ui. Scheiße für ihn, dass er nicht kurz vom Ende rausgeht. Oh Gott, 3500. Lester, ich krieg einen puren Hass, wenn du mir so viel Geld dafür gibst. Okay, das war jetzt nicht allzu schwierig. Ich geb's dazu, aber trotzdem. Er hätte vielleicht doch ein bisschen mehr geben können. Das sage ich nur, okay? Nur das. Und bevor ich es vergesse, ich kann ja auch mal wieder einen Überlebenskampf machen. Vor allem den bei einem, den ich noch nicht genommen habe und hier mal nicht versagt habe. Das Problem ist halt eben, entweder sterbe ich in der vierten Welle oder in der siebten oder achten. Es sind so diese typischen Wellen, wo ich immer sterbe. Bei der vierten, glaube ich, oder dritten, ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, kommt ja dieser Helikopter und der tötet mich die meiste Zeit. Weil diese Schützen aus irgendeinem Grund, und fragt mich nicht wieso, mich so präzise abknallen können, obwohl der Helikopter solche Drecksmanöver macht, dass man selbst mit der RPG eine schwere Zeit haben würde, was weiß ich, einen LKW zu treffen. LOL, Mann. Das ist ein guter Name. Das muss ich ihm lassen. Hat der Typ gerade eben gesagt, bend over here? Ich meine, okay, wenn er unbedingt will, aber... was zum Teufel? Ich räume mal ein bisschen bei der Seite auf. Wow, hallo. Oh Gott, ich liebe die Schrotflinte einfach nur, aber die meiste Zeit kann man die Waffe einfach nur vergessen. Hello there! Upsala, ich sollte vielleicht doch ein bisschen aufpassen. Ich nehme mal die Sturm-MP. Oh Gott, nicht hinter mir. Ich hab's gewusst! Scheiße! Okay, dann kommen die von dort. Nehme ich mal hier jetzt wieder die Schrotflinte. Oh, Scheiße. Danke, ich habe schon einen Job. Und zwar, ich erschieße euch die ganze Zeit. Das klingt für mich sehr lukrativ. Ist da jemand? Oh Gott, ist da drüben wieder jemand. Ah, ja, sehr gut. Nein, da geht's nicht durch. Was zum... Also, ich hab da jetzt mal gar keinen gesehen, deswegen, danke, Spieler. Hey! Gott, ich bin gleich sowas von tot. Und der Typ, der hier gerade von der Flanke kommt, der macht's nicht besser.
Hier müsste er sein. Hier, hier. Komm, 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 komm. Oh! Scheiße! Jetzt muss ich extrem aufpassen. Gott, dieses Mini-Leben, was ich noch habe. Das wird wahrscheinlich nicht mal mehr eine Kugel abhalten. So, da lang. Hallo? Da oben? Nope. Sind wahrscheinlich wieder dahinter. Aber es macht jetzt auch erstmal nichts, weil ich kann hier diesen, ja, schwer zu sagen, was es ist, aber auf jeden Fall kann ich hier hochklettern. Who's your daddy? Oh ja, das war Nummer 1. Ich kann dich sehen, komm raus. Egal wie oft du fuck you sagst, werde ich trotzdem mal schießen. Ach Gott, darf das nur alles wahr sein? Komm schon. Karabiner, wir werden es schaffen. Leck mich kreuzweise. Haha, geschafft. Was ist überhaupt mit dem anderen Spieler passiert? Ich meine, mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass er das Spiel verlassen hat und erschossen wurde er eigentlich auch nicht. Wundert mich halt nur ein klein wenig. Lalalala, wie komme ich wieder zurück? Oh, ich bin nicht wirklich ein Fan von diesem Schrottplatz, aber er ist eigentlich ganz okay für den Gangangriff. Wenn man damit leben kann, dass die KI hier klein wenig mies drauf ist. Aber das Positive ist, ich kann jetzt die Kisten plündern. Ich glaube, die wurden noch nicht geplündert. Da bin ich mir jetzt auch nicht mehr so ganz sicher. Okay, Nummer 1, wenn mal. Nein, nein. Die wurden geplündert. Okay, scheiß drauf. Nein, 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 hoch! Scheiße! Okay, ich bin nicht in GTA San Andreas und ja, das ist gerade eben mein Wecker. Meine